Hallo, meine Lieben, heute geht's um ein Thema, worauf ich angesprochen wurde nach dem Kauf von Mel. Da Mel ein Reborn-Baby ist, was absolut nicht in meine Nursery passt, sagt ihr. Und ja, ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video für euch, einfach um euch zu zeigen, was ist eigentlich das Reborn-Baby, was zu mir passt. Ja, mein Lieben, bei Reborn-Babys ist es so, es gibt ganz verschiedene und ganz, ganz viele Varianten von Babys und ich habe schon eine große Menge davon, ja, in meine drei Babys eingepackt sozusagen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, von oben nach unten runter zu gehen. Das heißt, wir fangen bei den Haaren an. Bei den Haaren ist es so, dass sie entweder Haare haben, wie wir, oder sie haben ein Painting. Ja, was ein Painting ist, seht ihr bei der lieben Mel. Sie hat keine Haare, die man anfassen kann, sondern die sind einfach aufgemalt, sehen aber trotzdem total echt aus. Und mein kleiner Jaden, der hat echtes Mohair dran. Ja, und das kann man anfassen und flauschen und stylen. Ja, bei den beiden Varianten ist es so, dass man das für sich selber entscheiden muss. Ich finde Haare bei Babys sehr, sehr schön und liebe Jadens Haare, weil Jadens Haare auch sehr hochwertig sind. Sie sind ordentlich reichert und sie sind einfach an jedem richtigen Punkt an seinem Kopf platziert und er hatte halt hinten auch so einen kleinen Wirbel, das was einfach total echt aussieht. Bei Lennox ist es wieder ganz anders. Er hat die Haare überall kreuz und quer, das sieht natürlich nicht so schön aus, aber bei Jane ist wirklich ganz, ganz tolle Arbeit und ich vermisse es auch bei Mel ein bisschen, weil mir fehlen die Haare einfach und ich finde, so ein Painting sieht einfach trotzdem nicht echt aus. Weil das sieht halt einfach ein bisschen doof aus. Deswegen ist Mel auch ein reines Mützenkind und wird bei mir nicht ohne Mütze rumlaufen. Es war jetzt aber so, dass ihr Rundum-Paket einfach so schön war, dass ich auf das Painting, ja, ich habe weggeschaut und es war mir egal, weil ich sie trotzdem haben wollte. Klar, ich würde mir als nächstes Baby nur ein Baby mit Haaren kaufen, weil ich das persönlich einfach schöner finde. Und ja, an sich ist es einfach eure Entscheidung, was ihr einfach schöner findet, ob ihr die Haare pflegen wollt, weil das ist auch wieder so eine Sache, das ist sehr kompliziert bei solchen Haaren oder ob euch das Painting ausreicht, weil Babys mit Painting sind auch günstiger. Das Mohair einzuarbeiten ist einfach ein sehr großer Aufwand und deswegen kosten die Babys mit echten Haaren auch viel, viel mehr. Das nächste sind die offenen oder geschlossenen Augen. Auch das habe ich beides vertreten. Ich habe zwei Babys mit geschlossenen und eins jetzt mit offenen Augen. Und ja, ich werde ganz oft gefragt, warum Mel denn wieder zu Augen hat, warum ich denn, weil ich ja so schwärme von den offenen Augen von Jaden. Ja, ich empfehle euch, kauft euch ein Baby mit offenen Augen. Es ist ein total anderes Gefühl. Offene Augen sind einfach was unglaublich Schönes. Wenn ihr es wickelt, ihr habt einfach das Gefühl, das hört euch zu. Es guckt euch an und es ist da. Und wenn ihr schläft, ihr wickelt einfach so ein totes Baby. Und wenn es Augen auf hat und es guckt euch zu. Wenn ihr Probleme habt, das habe ich total oft, wenn ich wirklich traurig bin oder irgendwas hat mir am Tag nicht gefallen, dann nehme ich Jane in den Arm und erzähle ihm meine ganzen Sorgen und er hört mir zu einfach. Und das kann ich halt bei Mel und Lennox nicht, weil sie einfach geschlossene Augen haben und für mich immer wirken, als würden sie die ganze Zeit schlafen, was sie auch tun, sie schlafen. Aber ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, kauft euch ein Baby mit offenen Augen. Ich fand es am Anfang total gruselig, weil ich so gedacht habe, das starrt mich ja die ganze Zeit an, das ist doch voll gruselig. Und dann habe ich Jaden hier gehabt, extra eine Woche, um auszuprobieren. Und es war einfach unglaublich schön. Natürlich ist es auch wieder eure Sache, wie ihr dazu steht. Vielleicht findet ihr es auch gruselig, aber ich gebe euch einfach den Rat, probiert es aus. Denn es ist wirklich was total anderes als, ja, ein Baby mit geschlossenen Augen. Dann geht's weiter mit dem Körper. Da gibt es ein Vollsilikon-Baby, ein Silikon-Baby, dann gibt es Voll-Vinyl-Babys und Vinyl-Babys. Ich habe Babys nur mit Stoffkörpern und jetzt hat Mel eine Bauchplatte. Bauchplatten finde ich sehr schön für Fotos, aber so im täglichen Gebrauch absolut nicht. Deswegen werde ich auch ganz oft gefragt, warum trägt Mel denn ihre Bauchplatte nicht? Ja, das ist so eine Sache. Ich finde, der Bauch ist so hart und sie ist auch sehr, sehr dick damit. Das mag ich absolut nicht. Sie wirkt einfach total unecht dann. Und deswegen hat sie die Bauchplatte nur bei Fotos. Aber bei Fotos finde ich es absolut traumhaft, weil es einfach total echt aussieht. Und ja, aber auch mit Jane und Lennox bin ich absolut zufrieden. Ich
mag einfach diesen Stoffkörper, weil es ist weich, du kannst es kneten, es ist halt einfach, du hast das Baby in der Hand und es gibt nach. Und wenn du jetzt einen harten Körper hast von Vollvinyl, dann ist es so, dass das Baby die ganze Zeit hart ist, deswegen wird für mich auch kein Vollvinyl-Baby in Frage kommen. Auch sind die Arme und Beine sehr, sehr steif bei Vollvinyl-Babys. Auch das mag ich nicht. Bei meinen Babys ist es so, dass die Hände total und die Beine total beweglich sind und das finde ich ultra schön. Weil es ist einfach, ein echtes Baby ist halt nun mal auch total beweglich. Wenn du es hochnimmst, klar, der Kopf fällt nach hinten, die Arme fallen durch die Gegend und das ist für mich bei einem Bühnenbaby sehr, sehr wichtig. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Beinen und den Armen. Ja, da gibt es auch wieder ein paar Varianten und zwar gibt es da so Viertelarme. Es wird immer so geschrieben, wenn ihr zum Beispiel ein Bühnenbaby kauft und in der Beschreibung steht, das Baby hat ein Viertel Arme, zwei Viertel Arme, drei Viertel oder vier Viertel Arme. Das heißt halt immer so, wie viel Stoff am Arm dran ist. Ich habe zwei Babys mit vier Viertel Arm und Lennox hat drei Viertel Arme. Das heißt, Lennox kann T-Shirts tragen, weil ungefähr bis hier hat er den Stoff und ab hier beginnt halt das echt aussehende, der echt aussehende Arm. Bei Mel und Jane ist es so, dass der Arm bis hier oben voll ist und deswegen können sie auch zum Beispiel Bodies, die keine Ärmel haben, sondern nur so hier so ein Spaghetti-Träger, sag ich mal, können sie auch tragen. Und was ganz, ganz toll ist, im Sommer können die Babys mit Vierviertelbein Bodies tragen, weil man sieht den Stoffkörper nicht, weil auch bei den Beinen ist es so, dass sie halt so ein Stückchen halt Stoff haben. Und wenn der Body dran ist, wenn man den Body anhat, dann sieht man halt den Stoff noch ein bisschen bei Lennox. Und bei Mel und Jaden ist es so, dass sie Vierviertelarme haben und Beine. Und deswegen können sie halt auch kurze Sachen tragen. Und ich finde es im Sommer ultra schön. Das heißt, für euch achtet auf jeden Fall drauf, wenn ihr ein Reborn-Baby kauft und ihr möchtet, dass es im Sommer kurze Sachen anziehen kann. Was ich auch sehr wichtig finde, es gibt auch Babys mit Einviertelarme. Da haben sie dann wirklich nur bis hier echt aussehen und der Rest ist einfach Stoff. Die können nur Pullis anziehen. Und ja, das finde ich halt ein bisschen schade, weil im Sommer schwitzen die halt auch. Also sie schwitzen halt auch. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, wie die allgemeine Beschreibung ist vom Baby. Und zwar gibt es wieder verschiedene Farbtechniken und Färbungsmittel und zum Beispiel ist es bei Lennox so, er ist sehr, sehr wenig hochwertig angefertigt worden. Und er hat einfach eine Haut, die ist total unecht. Sie sieht einfach nicht echt aus und ist nicht wirklich doll gearbeitet. Bei Lennox und Jaden und Mel ist es wieder so, dass sie eine etwas rauere Haut haben. Wenn du rüberfährst, dann ist sie total pickelig. Sie ist so ein bisschen rau einfach. Und bei Lennox ist es total gerade wie so ein Babypopo. Und dieses Raue ist genau das Richtige. Denn dieses Raue macht diesen 3D-Effekt, das heißt, dass eure Babys echt aussehen. Und das sieht man wirklich. Ich zeige euch gleich nochmal Mel und Lennox im Vergleich. Dann seht ihr wirklich, was ich meine. Also bei Mel sieht man wirklich, die Wangenknochen sind wirklich richtig gut vorgehoben. Die einzelnen kleinen Merkmale im Gesicht sind alle total gut im Detail getroffen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also lest euch die Beschreibung wirklich gut durch, ob es mit Aquarell gefärbt wurde oder mit einer anderen Farbe oder ob es 3D gemacht wurde. Das müsst ihr auf jeden Fall darauf achten. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr wirklich ein Baby haben wollt, was wirklich total echt aussieht. Ja, hier seht ihr nochmal Lennox. Also er hat halt diese ganz weiche Haut. Da ist halt überhaupt nichts irgendwie Pickeliges oder so. Und er hat einfach so ein bisschen rote Wangen bekommen. Und dann war das eigentlich auch schon gut mit seiner Färbung. Und ja, bei Mel ist das Ganze ganz anders. Mel hat einfach ein Hautbild, was total echt aussieht. Also sie hat halt dieses Raue, was ich total schön finde. Klar, es ist beim Anfassen so nicht allzu schön. Aber es geht ja um das Gesamtbild. Und wie ihr seht, es ist ein ganz, ganz anderer Hauttyp. Sie sieht einfach viel echter aus und die Nase und so, das ist einfach ultra schön. Also achtet da auf jeden Fall drauf. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, einfach so zu wissen, worauf ich so beim Kauf achte. Und ja, ihr wolltet Tipps und ich habe sie euch gegeben. Und ja, wenn euch das gefallen hat und weitergeholfen habt, dann gebt mir gerne ein Feedback. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.